Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Sonntag. Wir haben jetzt 9.30 Uhr. Die ganze Familie schläft noch. Ich habe die Küche aufgeräumt. Frühstück habe ich noch nicht vorbereitet. Aber Sonntag mache ich immer so, bevor ich den Tag starte, gehe ich mal eine Stunde meditieren. Und diesmal nehme ich euch mit. Hallo meine Lieben, schaut, wer da ist. Schaut sie mal das an. Die Mama ist da. Ja, guten Morgen. Ja, ich bin erst aufgewacht, wie man unschwer erkennen kann. Die Nacht war hart. Mir ging so schlecht gestern. Aber ich habe es überlebt. Na, gestern musste ich ein paar Mal. Ich habe geschlafen, Mama, wie ein Stein. Ich hast du nicht gehört? Oh ja, ein paar Male aber. Ja. Das war leider dieses Essen mit Brokkoli und so. Es war super lecker, aber es war, glaube ich, zu stark. Ich musste am Anfang, am Abend, was Leichtes essen. Wenn, als zum Beispiel, als wir Fleisch gegessen haben, das war okay. Das ist ganz leicht Fleisch. Für meinen Magen scheinbar schon. Oh, nun sind wir noch ein bisschen schlecht. Ich liebe diese Geruch in der Früh. Ja. Bist du schon fertig mit deinem? Ein bisschen noch. Ganz wenig noch. Es dauert so circa eine Stunde. Eine Stunde? Wann hast du angefangen? Ich weiß es nicht. Emmy! Emmy, so süß! Schau! Ja, wer ist denn da? Doggy Doggy! Doggy Doggy? Ja, schau! Doggy Doggy, Doggy Doggy! Wo ist die Emmy? Wo ist die Emmy? Schnapp sie! Emmy! Die zwei sind nur am Spielen, die ganze Zeit, von morgens bis abends. Hallo, was ist los hier? Ich glaube, ich muss wieder mit reinnehmen, wenn du dich weiter konzentrieren willst. Diese Ratten. Hallo? Eieiei. Ich habe dieses Video ähnlich versucht, hart zu beißen. Mamas Frühstück ist schon fertig. Schaut so aus. Sehr köstlich. Vielleicht bekomme ich auch einen Kuss. Du hast meine Ringe auf? Ja. Und Kamera. Ja. Was ist heißt, ein Zweifel zu sein? Ich bin jetzt noch. Also, ich bin schau mal, Mama. Da kannst du sicher sein, dass diese kleine Babymaus mitschnabulieren wird. Vor allem die Avocado. Und Luisa, was magst du essen? Nix? Bleibt für mehr. Wir machen mit was. Mit der Gabel holen. Die Eier. Gabel. Danke, Papa. So willig. Ich kann das Essen nicht riechen, wenn du es zubereitest. Mama, ich gehe mit Michelle laufen. Viel Spaß. Mama, ich bin eingerostet. Hä? Und wieso? Seit Jahren nicht mehr gelaufen. Mich nicht mehr bewegt, aus der Küche und Schlafzimmer. Dann öl dich ein, Papa, bevor du losläufst. Mit Olivenöl? Ja. Und dann nein, im Backofen.
Fahrradöl. Ich wünsche dir viel Spaß. Warte, wie schön die Michelle angezogen ist. Na, bist du narrisch? Das ist dein Sport, denn. Ja, meine Turnsachen. Ich gehe nicht turnen. Hm? Machst du mir auch filmen? Wie aussehen? Ja, Michelle, film mal den Papa. Das ist ein Einläufer. Gegen das Licht. Hallo, meine Lieben. Ich bin mit Michelle vom Laufen wieder nach Hause gekommen. Ich weiß jetzt nicht, wo die anderen sind. Ich würde mal sagen, wir gehen gemeinsam. Und schauen wir mal, wo die Kinder sich versteckt haben. Kinder! Hallo? Hallo, Papa. Luisa. Ja, Mama. Hast du Kaugummi? Ja. Hast du die Kaugummi von Mama gestohlen? Ja, der Papa macht dann wieder ein Kaugummi. Hey meine Lieben, ich sag's euch, heute ist nicht so ein guter Tag. Ich war heute gefühlt schon 10-mal auf Toilette, um mich leider wieder zu übergeben. Ich habe Angst, dass es sich wiederholt, wirklich. Und ich bin kurz im Kinderzimmer, weil ich das gesehen habe. Die Mädels spielen da so schön, schaut mal. Okay, die Luisa lacht. Wie die Luisa lacht. Michelle, lass sie. Michelle, sag einmal. Du. Die Luisa. Hallo Luisi, hui, schön. Schaut mal, der Papa hat sich hier vorbereitet, kocht hier richtiges, cooles Essen. Oh, mit viel Mehren, deswegen so vorbereitet. Wow. Und ich esse Nudeln mit nichts, weil ich glaube, ich werde trage nichts anderes. Also, es ist wirklich furchtbar. Heute ist ein richtig schlechter Tag. Hat ja gestern am Abend schon angefangen mit der Kotzerei und das... Gott, ich hoffe, das wiederholt sich nicht. Ich kann diese Gerüche hier in der Küche nicht ertragen von Zwiebeln und Knoblauch. Ich gehe dann wieder. Tati, ich überreiche dir dein Zepter. Bitte bring mir dann die Nudeln. Okay. Ja? Bring mir dann die Mama die Nudeln. Nein. Tschüss, Mama. Ja, und? Was wollt ihr von mir jetzt? Ah, Cucina. Ich kann nicht filmen und kochen. Ja, heute werden wir gemeinsam ein veganes Gericht kochen. Ein Buddha-Teller. Das sind die Zutaten, die wir für dieses Gericht brauchen. Für dieses Gericht brauchen wir 400 Gramm Tofu. Warte mal gut. Tofu, Mandelnuss. 500 Gramm Brokkoli, 2 Paprika, ein paar Champignons. Grüne Zwiebel, 2 Schalotten, 3 Knoblauchzehen, Pfeffer, Salz, Gemüsebrühe, Sojasauce und Erdnussöl. Und natürlich 400 Gramm Zuckerschotten. So, zuerst muss ich den Brokkoli auseinandernehmen, also zerlegen. Und der Patrick in der Zwischenzeit putzt dann die Champignons. Thank you.
unser Essen ist fertig. Vitaminenreich und schmeckt sehr, sehr lecker. Wer hat an die Uhr gedreht? So, meine Lieben, heute ist Sonntag. Wir werden heute früher den Laden zusperren. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, Glocke einschalten und bis nächstes Mal.